Weiter geht's mit Shadow of the Tomb Raider und wir sind hier bei diesen netten Leuten in diesem ganz kleinen Dorf mitten im Dschungel. Und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen, oder? Hier mit ihm können wir sprechen. Mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Ja. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Das ist aber sehr freundlich gewesen. Händler. Hier gibt es sogar Händler, okay. Guten Tag. Moment, wir haben es gleich. Warten Sie, wir sprechen gleich miteinander. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um Sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Ach so, ja, hier, Jonah ist hier mit ihr am Rumflirten, stimmt. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Gute Musik, Leute, was soll ich euch sagen? Jetzt haben wir hier ein neues Basislager entdeckt. Ach, hier drüben. Ja, schaut mal da. Da können wir ein bisschen was herstellen und aufwerten. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön, ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Mission verfügbar. Okay, Geheimnisse entdeckt. Warte mal. Ich weiß es nicht. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Albern. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Kann ich den gleich abschießen hier? Hey, Muchacho. Es wäre großartig. Yes, gib mal was. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer. Kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben. Zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Banditen sorgen. Verpiss dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Ah, wo schon? Das müsste ich natürlich wissen, wo der ist. Warte mal, was ist denn jetzt... Wieso kann ich denn... Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Ah, okay. Dann schauen wir mal eben. Wer von euch ist Marco? Bienvenidos! Marco! Marco, wo bist du? Bist du Marco? Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Ja, nerv mich doch nicht. Bin ich hier Kai Pflaume oder was? So, das ist Marco. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ich bin Marco. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier.
Okay, passt. Alle sind ein bisschen sehr durcheinander. Ich finde die Sprache hier... Können wir ruhig mal ein bisschen runterdrehen? Zum Stadtrand gehen. Das ist jetzt aber sehr ungenau. Ist das jetzt hier drüben? Banditensorgen, genau. Was haben wir hier? Das ist die Hauptquest. Das bedeutet hier durch, oder was? Wir schauen uns mal um. Oh, hier gibt's Ressourcen. Bergungsgut. Oh, Bananen. Gucken wir mal. Hier wird Football gespielt. Mehr Bergungsgut. Zack. Hallo, freut mich. Ja, wir probieren das einfach mal, oder? Was hat sie? Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Oh. Oh. Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß. So, was ist denn hier los? Das sieht doch ganz gut aus hier, oder? Wir sollten das tun. Geht's hier durch? Gib mal ein bisschen ein paar Beeren. Komme ich hier durch? Tatsächlich. Dann sehen wir mal zu, dass wir Omar... Oh, das ist für uns. ...6% abgeschlossen. Supai. Wo ist mein Bogen? Was ist das? Freundchen. Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Warum? Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Viel zu lang, die Umarmung. Viel zu lang. Danke. 30 Minuten später. Die Arbeitsstätte in der Krypta betreten. Ah, schaut mal, wie cool das ist. Das klingt gar nicht gut. Ich glaube nämlich, dass keiner was von Pause gesagt hat. Zurück in die Arbeit. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du noch von mir willst. Motivation für Sklavenarbeit ist schwierig. Oh, es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist in Ihnen gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla, bla, bla. Scheiß Schneeflocke. Warte mal, wo ist denn der andere Typ jetzt hin? Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Und 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Nee, nee, komm mal da weg. Oh, die ist sehr magnetisch an diese Wand gebunden. Oh, da ist noch jemand. Gut, den Typen, da kann ich mir jetzt gerade noch nicht leisten. Scheiße, ich hab satt, für diese Arschlöcher einzuspringen. Hier ist doch aber noch irgendwo einer gewesen. Wir machen's mal so. Drecksgenerator, warum geht der ständig kaputt? Ich weiß nicht, wo der hingegangen ist, ne? Der Generator ist wieder kaputt. Reparier ihn. Leck mich. Da ist er. Das. Ach, Mist. Ich dachte, der kriegt's vielleicht nicht mit. Komm mal her. Bleibt zusammen. Stellt alles auf den Kopf. Gründlich. Das muss ich mir näher ansehen. Das ist ein gutes Versteck.
Schauen wir mal, wie gut die mich hier oben entdecken. Kein Sichtkontakt. Wie sieht's bei euch aus? Hier ist nichts. Hast du irgendwas? Zu mir? Irgendwann taucht sie schon auf. Okay, bringen wir's hinter uns. Scheiße! Den haben wir. Einer ist noch da. Der da. Das müsste es jetzt... Hab ich noch einen Schritt gehört? Nee. Ich glaube, das war's. Runter mit dir. Ich glaube, das war's an der Stelle. Was ist das hier? Schrapnellgranaten. Ach, das ist nur... Okay. Was hat sich hiermit auf sich? Ah, das geht dann von da oben. Okay, das bedeutet für uns, wir wollen da hoch. Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit geduckt ist. Ah, jetzt. Sind schon ein paar, ne? So ist nicht. Wir sehen nicht mehr tatenlos zu. Es ist jetzt genug. Geht zurück. Ihr lasst ihn besser gehen. Sofort. Komm mal her. Eure Waffen beschützen euch nicht länger. An die Arbeit oder ihr stirbt. Ihr lasst uns nicht mehr bedrohen. Zack. Ihr seid ein Haufen lausiger Diebe. Ich mein's ernst. Ich töte ihn. Wir erleiden Verluste. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Was? Warte mal. Können wir uns nicht erstmal noch ein bisschen umschauen? Sie sofort wieder bei der Arbeit. Muss zurück zum Dorf. Wir können doch erstmal looten. Mhm. Hier will keiner sprechen, oder was? Ne, das geht nicht. Hier ist doch noch irgendwas, Leute. Das war's doch nicht hier an der Stelle. Hier können wir doch noch irgendwas finden. Was ist das denn hier? Zum Beispiel. Zack. Ja, ein kleines verstecktes Lager. Gib mir mal ein bisschen Zeug, bitte. Was Gutes. Hier. Tumi-Messer. Ein Opfermesser der Inka. So, jetzt haben wir natürlich schon die Info, dass wir diese Zipline da spannen können. Ich habe mal stark davon ausgehen können, dass das hier der richtige Weg ist. Sehr schön. Das wäre das. Und runter. Sehr schön. Das hätten wir geschafft. Tolle kleine Nebenmission. Es spielt sich wirklich super. Auch der Bogen und so, muss ich sagen, finde ich gar nicht verkehrt. Ich glaube, diese Animationen dienen als Ladezeit. Ist das, weil das wirkt ein bisschen zu lang gezogen für nur eine Animation. Na, man merkt das dann irgendwie so. Ähnlich wie die Umarmung. Das war wahrscheinlich auch eine Ladezeit fürs gesamte Spiel. Aber irgendwie wirkt das so, dieser Übergang, dass das dann lädt, was auch immer hier hinterkommt. Hast du ihn gesehen, Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Pablo? Ist das nicht Pablo hier? Hast du eine Info für mich? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ja, ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Sehr schön. Was wollen wir denn jetzt? Doch, wir haben ja noch... Oh Gott, ey, das ist viel zu... Es ist halt dann doch eher optimiert für einen Controller, ne? Das merkt man. Okay. Das
So, dann gucken wir mal eben, ob wir jetzt in der Bar noch irgendwas herausfinden. Vielleicht eine kleine Belohnung abzwacken können, so ein bisschen ein paar Enchiladas oder sowas. Da sind sie doch. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Durchschlagskräftige Pistole, die enormen Schaden verursacht. Zwei Errungenschaften über Steam, sehr schön. Schauen wir mal direkt hier ins Lager. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das wird ja dann wohl... Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Warte mal. Wir haben hier jetzt natürlich auch... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben Griff der Angst. Kletteraxt. Griff der Angst. Ausrüsten. Da haben wir das Messer. Okay. Noch mehr Schaden. Was haben wir hier? Feuerrate, Nachladetempo. Präzision ist nicht verkehrt. Munitionskapazität. Wir hauen einfach mal raus. Das geht leider nicht mehr. Aber gut, jetzt haben wir das. Sehr schön, bei den Fähigkeiten haben wir noch was offen. Zwei Punkte haben wir. Eile des Affen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Ich bin überzeugt. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten? Ich bin überzeugt. Sehr schön. Was gibt's hier drüben? Guten Tag, ich bin weder Touristin noch Archäologin. Ich weiß nicht genau, was ich bin. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Warte mal, das haben wir jetzt. Also M ist nicht Karte, sondern Tab. Wir haben es genau da hinten. Direkt hier. Was ist das denn hier? Noch mehr. Mach mal. Golderz 5. Na, das ist ja 1A. Easy. Leute, was wir hier schon alles entdeckt haben. Wir sind keine 10 Minuten im Dorf. Ah, ist aber toll gemacht. Spielt sich sehr angenehm, sehr... Sehr ungezwungen irgendwie so. Das ist so, ja, schau dich da um, sprich mit dem, mach da mal was. Jetzt frage ich mich nur, können wir auch so Sachen entdecken, die relevant sind? Oder gibt es immer irgendwelche Hinweise? Auf der Insel da war mal ein Tempel.
Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Steinsäule? Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Ach, da drüben, ja. Ich wollte schon sagen, reden wir davon? Nee, wir reden von der Ecke da. Hier. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Unter der Nase eines anderen? Warte mal, müsste ich das wörtlich nehmen oder ist das... Unter der Nase eines anderen? Schauen wir eben, was heißt denn das? Unter der Nase eines anderen. Ansonsten hätte ich gesagt, vielleicht ist hier irgendwo so eine Statue oder was. Aber unter der Nase eines anderen. Ist es das hier? Ach, das ist wirklich... Das da. Daneben. Der Nase eines anderen. Da vorne leuchtet was. Schaut mal hier. Auch nur ein paar Ressourcen. Ein weiteres Lager. Hier geht's noch durch. Forschertasche. Warte mal, lass mich da mal rauf. Geheimnisse entdeckt. Mein Gott, das ist ja vollgepackt. Aber da haben wir noch eine Schatztruhe. Ah, okay. Und hier drin ist... Ach, das ist ja unfassbar. Dann gehen wir da nochmal eben rauf, oder? Oder? Mit der Nase eines anderen. Sehr angenehm, wie lange sie die Luft anhalten kann. Da hat der Entwickler mitgedacht, hat gesagt, naja, die wird schon viel tauchen. Vielleicht sollte sie Luft haben. Gute Idee. Daneben, wieso? Ach, jetzt. Holt tief Luft und findet mich direkt unter der Nase eines anderen. Vielleicht ist mit Nase so ein Stück von der Insel gemeint oder so. Oh, hier. Nase. Das sieht doch ganz gut aus hier. Zack. Sehr schön. Wir haben was. Was ist das hier? Ein Frosch. Verzeihung, ich wollte nicht stören. Und hier haben wir wieder... Zipline. Schauen wir uns aber erstmal hier drüben um. Was ist das denn hier? Für den weiteren Fortschritt ist die Schrotflinte erforderlich. Damit kann ich leider nicht dienen. Vielleicht haben wir da oben was drauf, ansonsten macht die Zipline so keinen Sinn.
schauen wir mal eben. Ah, hier haben wir noch mehr Gold. Sehr schön. Ansonsten schauen wir uns hier mal noch so ein bisschen um. Genau, da unten ist die Schrotflinte erforderlich. Hier haben wir noch so irgendwas, einen Stern. Was haben wir denn aber hier? Werbespielzeug, Modell eines Ölbohrturms. Macht das Sinn hier? Oh, warum nicht? Da steht ein Auto, wir schauen mal kurz. Wo guckt sie hin? Ah ja, sehr gut, für die Pfeile. Ist doch Members of Media, oder? Da sind wir dann schon wieder am Dorf. Okay, na dann schauen wir mal. Den Baum. So, wir schauen uns erstmal hier drüben um, würde ich sagen. Wieso ich auf den Baum kann, weiß ich noch nicht. Dafür? Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Nase, Nase, Nase. Entziffern nicht möglich. Vertiefen Sie Laras Wissen über den Quechua-Dialekt, um den Monolithen zu entziffern. Quechua, oder? Keine Ahnung. Ressourcen. Jetzt haben wir hier so ein altes Lager. Ah, sehr schön. Das nutzen wir gleich für unseren Käse. Jonah. Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Ein bisschen zickig gerade, habt ihr gemerkt, ne? Also ein bisschen so, schon okay, Jonah gehört mir. Ist so, okay. Hallo? Wir sind beim Händler. Wie geht's? Gefällt dir irgendwas? Keine Ahnung, ich sehe nur ein paar Handschuhe. Ah, hier. Pistolenschalldämpfer, das haben wir bereits. Können wir allerdings für die anderen anwenden. Hier gibt es eine weitere Waffe. Überreste 7-Meilen-Gurt. Baumwoll- und Lama-Wollgurt von unbekannter Herkunft. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Jaguarhaut.
Kondor fehlt. Komm bald wieder. Inventarbegrenzung scheint es aktuell nicht zu geben. Also belassen wir es dabei. So, was kann Amy sagen? Gehen Sie da nicht rein. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Es war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Grab. Da sind wir doch gerade hergekommen, oder? Ich meine, da haben wir noch nicht alles erkundet, offensichtlich. Wir schauen mal eben, ob wir das noch auf die Schnelle finden. Was? Ich will nicht jagen. Gib mir mal hier. Geradezu, einmal durch. Da hinten. So, jetzt müssten wir ganz in der Nähe sein. Genau, da einmal durch. Überlebensversteck. Was ist das hier? Ja, wir brauchen die Haut und so. Das ist relevant für die Upgrades. Das sieht doch sehr nach Ärger aus, oder nicht? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist okay. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Was erkunde ich denn? Seilaufstiegswerkzeug. Weiterer Forschungsrucksack. Oder Forscherrucksack. Und neue Geheimnisse. Mhm. Ein Stückchen weiter rein. Also das ist hier einfach nur so ein Dungeon jetzt. Ja. Ist hier unten noch was zu holen? Nee, sieht nicht so aus. Snap! Und jetzt geht's hoch. Ah, hier ist der Atem. Ich sehe schon. Was hat das zu bedeuten? Was kann ich damit machen? Das brennt hier doch nicht zufällig, oder? Herausforderungsgrab. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben es schon einige versucht. Das war viel zu knapp. Da. Ja, soll ich doch jetzt nicht runterspringen? Hey, hier, oder? Okay. Wollte schon sagen, sie ist schon sportlich, aber das ist sportlich. Können wir den Rest nutzen? So. Jetzt gucken wir mal eben, was sie von mir wollen. Ein bisschen Loot. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern.
Das Öl. War das ein Fuchs? Oh, Feinde. Da kommen sie. Noch einer. Ich glaube, das war's. Können wir die Pfeile wieder einsammeln eigentlich? Sieht nicht so aus. So, was gibt es hier für mich zu tun? Tim! Schaut mal, hier drüben haben wir was. Yes, sehr schön. Vielleicht hilft mir das ja bei den Monolithen. Oh nee, das ist nochmal was ganz anderes. 55%. Mam. Ja, sehr nett hier. Schau mal, ich glaube, hier geht's weiter. Passt das? Ja, sehr schön. Gib mal her. Und, ach, was hat er denn? Das klingt vielversprechend. Hier haben wir auch noch was. Neues Basislager, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal eben, wo das hier hinführt. Ansonsten gehen wir da den Weg weiter nach oben. So komme ich hier raus. Ja, warte mal, wir wollen hier noch nicht raus. Ich will erstmal herausfinden, was wir hier eigentlich machen. Wir haben ja noch gar nichts gefunden. Oder wie, oder was? Hier haben wir auch noch was. Ah, okay. Hier können wir ein bisschen graben. Oh, Leute, wir kommen gut voran. Keine Ahnung, was ich daran ändern kann. Wird das weniger? Nee, ne? Schnell! Ich muss jetzt nochmal gucken. Keine Ahnung. Ich folge jetzt mal dem Weg hier. Auch wenn sie sagte, so komme ich raus. Das muss der Ausgang sein. Ich denke, da geht's raus. Okay, sie sagt das ganz bewusst so oft. Oh Gott. Lass mich mal... Hallo? Ich komme hier nicht hoch. Nee, hoch. Ja. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Wenn das nichts ist, ich muss darüber, okay. Dann wollen wir mal. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Warte mal, kommt sie hier ran?
Was bringt mir das aber? Schafft sie das? Nein. Der soundlose Tod. Nochmal. Also sie kommt da ran, aber das bringt mir gar nichts, weil... anschieben oder vielleicht so? Kann ich das irgendwie löschen. Ganz bestimmt, aber ich weiß noch nicht so genau wie. Was haben wir denn da? Was ist das denn hier? Ah. Aber was habe ich davon? Ich schätze mal fast, dass ich damit schon gar nicht so verkehrt liege, hier zu sein. Wie kann ich das löschen? Denn die Frage ist doch, warum das hier ist und warum ich darauf kann. Hier muss doch irgendwas sein. Licht, nichts Besonderes sonst. Ich weiß nicht, was sie will. Was denn jetzt? Junge. Ich check leider nicht, was sie will. Irgendwas? Was ist das hier? Ah! Das ist alles klar. Jetzt check ich's. Und hier ist der nicht regelmäßig. Alles klar. Ja, macht Sinn. Okay, cool. So, und hier geht's weiter. Alles klar, cool, cool, cool. Erstmal Gold mit. Das hier muss weg, ne? Warte mal. Hat sie so viel Kraft? Dass ich das rüberziehe und dann auf dem Rückweg das weghaut? Wobei das andere ist da drüben. Oder hat
hat sie so viel Kraft, das macht... Oh! Warte. Haha, bitte. Sieh mal... Nee. Okay, das muss ich hier jetzt wieder schließen. Geht das überhaupt? Ah ja, tatsächlich. Okay. Hopp. Etwas hält ihn in Position. Nö. Braucht mehr Kraft. Ich brauche mehr Kraft. Fast geschafft. Mehr Kraft. Ne, das bringt mir auch gar nichts eigentlich. Was ist das hier? Ich hätte gedacht, dass man da hochklettern kann. Ne, irgendwas fehlt. Irgendeine unterstützende Kraft. Wind wahrscheinlich. Aber was habe ich hiervon? Und wie komme ich jetzt wieder zurück vor allem? Gar nicht. Komisch. Okay, nochmal. Bis dahin macht Sinn, aber dann verliere ich so ein bisschen. So, das ist durch. Ah, jetzt sind wir direkt an der Stelle, okay. Also irgendwie fehlt hier noch eine Luke, die mehr Wind bringt. Ich bin gerade am Zweifeln, ob ich das hier überhaupt zumachen muss. Weil das ist immer noch zu stark, ne? Ich glaube, das geht nicht anders. Haben wir denn da drüben? Nichts weiter. Irgendwie diese Wände, das sieht irgendwie so... Fast geschafft. Und warum kann ich da raufklettern? Ich brauche mehr Kraft. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Habe ich schon verstanden. Etwas hält ihn in Position. Ich mach's so stutzig, dass ich hier rauf kann. Was habe ich davon, hier rauf zu kommen? Er könnte sie bestimmt nicht anfassen.
denn das bringt mir hier unten gar nichts. Die Kraft hat sie ja nicht. Oder was sehe ich nicht? Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ja, die Sequenz dauert zu lange. Was hätte ich davon, wenn das offen bleiben würde? Gar nichts, oder? Okay, das heißt, ich muss es schließen, dann gehe ich rüber. Irgendwas übersehe ich noch. Sie kann es weder mit dem Bogen noch vor Ort direkt lösen. Irgendwas übersehe ich. Na? Das blockiert es. Hier ist aber nichts weiter. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ich check schon, was gemacht werden muss, aber nicht, wie ich das schaffe. Ich überlege gerade. Wenn ich das Ding damit verbinde und dann die Dinger wieder aufmache, aber ich komme da nicht rüber. Ist das vielleicht die Lösung? Ich muss mal kurz schauen, ob das überhaupt machbar ist, bevor ich mich hier dran mache, das zu probieren. Ich meine so und so. Ah, das geht. Und jetzt das Ding da wieder aufmachen. Aber wie komme ich da hin? Über das Seil vielleicht? Oh, tatsächlich. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. Ja, sag ich doch. Jetzt brauchst du mir auch nicht mit deinen Tipps kommen. Das ist die Lösung. Eieiei, da muss man aber einmal um die Ecke denken. Jetzt hätten wir das. Jetzt können wir das andere öffnen, das löscht das Feuer und dann können wir hoch. Easy, Leute, easy. Wieso geht's noch nicht? Ja. Schön. Hui. Leute, wir haben es geschafft. Ah, warte. Mehr Gold.
Das alles nur dafür. Einen schönen Brieföffner. Mantel des Hurakan. Der Wind heult nicht mehr. Grab abgeschlossen. Kommen wir hier raus? Zeit, hier zu verschwinden. Der Wind heult nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt einfach durchrushen. Sehr cool, okay. Ja, war ein bisschen tricky, aber... Spaß gemacht. Schön, dass es hier so kleine Höhlen gibt, wo man da nochmal extra Outfits und so bekommt. Der Wind heult nicht mehr vor allem. Und hier geht's heraus, das hat sie uns schon gesagt. Hopp. Weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Bisher bin ich jetzt mal, abgesehen von hier gerade eben kurz mal ins Feuer getreten, aber ansonsten... Was? Ich dachte, da unten wäre Wasser. Nee, stimmt einfach nicht. Hey! Ja! Hä? Hat sie nicht vorhin gesagt, das muss der Ausgang sein? Was sehe ich denn hier nicht? Und dann stand ich doch hier und dann hat sie gesagt, hier muss es runtergehen oder rausgehen. Da hat sie einfach mal knallhart gelogen. Das stimmt halt einfach nicht. Tatsächlich, ich komme hier nicht raus. What? Nochmal. Was übersehe ich hier? Das ist aber was da oben. Probieren. Ah, gut zu wissen, gab keinen Hinweis. Einfach mal E drücken. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Okay. Hier lang? Raus hier. Also man kann sich an diesen Dingern festhaken, aber es gab keinen Hinweis. Man muss dann eh in der Luft drücken. Hier. Schön. Ey, das hat richtig Zeit in Anspruch genommen, ne? Das war nicht mal eben so auf die Schnelle irgendwas. Dieses Spiel ist vollgepackt mit Geheimnissen, Loot und allem möglichen Krempel. Was war das denn?
wollen wir mal schauen, ob wir hier überhaupt wieder rauskommen. Wir sind so weit runter. Oh Gott. Runtergesprungen, ne, ins Wasser. Sehr schön. Ich höre den Dschungel. Fehlende Ausrüstung. Und auch nochmal ein Videospiel wert. Wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich die Ausrüstung, jetzt will ich es nochmal spielen. Ob es New Game Plus gibt, weiß ich nicht. Würde allerdings Sinn machen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Denn hier hat man sehr viel Zeugs, wo man später erst noch hinkommt, um mit der Schrotflinte oder diesem Seilkletterdingsbums da irgendwie voranzukommen. Hier war doch was, oder nicht? Laut Karte. Überlebensversteck. Das Ding hier macht mich... Ach, da oben! Schaut mal da! Das ist das Überlebensversteck. Schön, so ein kleines Baumhaus. Super. Wollte ich als Kind immer haben, ne? So nämlich. Jetzt können wir runtersliden. Ja, super. Sollen wir mal eben schauen, ob das hier jetzt reicht? Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Das versteht sie noch nicht. Chef, der Mann spricht kein Deutsch. Was haben wir, wie viel Prozent? 20. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie viel sie braucht. 20 ist schon... Wenn du 20% einer Sprache sprichst... Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Braucht sie die Bubble-App? Na gut, für den Anfang. Ist das nicht verkehrt, denke ich. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war doch ein voller Erfolg. Wir kehren jetzt mal hierhin zurück zu diesem Tempel. Und dann sehen wir uns genau da in der nächsten Folge. Wir können ja mal eben schauen, ob wir irgendwas hier noch aufwerten können. Trinity ist angespannt. Tatsächlich. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Länger die Luft anhalten. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Was haben wir jetzt? Ach, neu. Ach so, das ist eine Fähigkeit gewesen. Ich dachte, das wäre ein Outfit, Mantel des Hurrikan, weil Mantel. Aber nee, es ist eine Fähigkeit. Die haben wir auch automatisch erhalten. Ja, fantastisch. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.